Euer Peter Gaming und da fangen wir mal an. Weiter mit Live in Straight. Before the Storm bin ich mal gespannt, was jetzt noch so abgeht in der nächsten Zeit. Bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was jetzt abgeht mit Chloe und Rachel. Ah, oh, das sieht ja schön aus, oder Leute? Oh nein, Alter, was ist denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Wow, deine Erinnerung oder meine Erinnerung? Okay, Leute, ist eigentlich ihre Erinnerung. Don't you mean my memories? I don't think you remember after your dad. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Aber was geht denn jetzt ab, Leute? Warum sind wir hier im Theaterstück? Echt seltsam gerade, oder Leute? Was jetzt? What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Okay, was passt eigentlich? Die Welt ist eine Bühne, ich glaube das, oder mit Drama, aber ich könnte mal fast mehr mit Drama, oder Leute? Something about stories told by idiots, full of sound and fury, signifying fuck all. Nailed it. I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Hmm. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Nein. Relax. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Alter Schwede, was? Alter, das ist ja heftig. Oh, alter Schwede. Was ist denn hier los? Das ist ja heftig.
Boah, alter Schwede. Ja klar, alter. Was ist denn das für ein Traum gerade gewesen, Leute? Es war ja heftig. Junge, Junge, so ein Traum ist schon heftig. Oh, Chloe kommt nach Hause. Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Okay, Leute, ist für eine Freundin eigentlich. Okay, Leute, ist für eine Freundin. I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. Me in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. Okay, so in 2 Stunden kriegen wir Informationen. What am I getting myself into? Okay, okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Genau, wäre mal gut. So, jetzt schauen wir erstmal wie immer unsere Dinge an. Wie immer, Leute, können dann eine kleine Pause machen und nachlesen. Leute, jetzt bin ich mal gespannt, was mit Sarah passiert. Okay, jetzt gehen wir wie immer nach oben. Okay, da haben wir das. Okay, dann werden wir mal Sache finden. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Alter, wer hier rumräumt. Still can't fucking believe that David went through my stuff. Wäre aber heftig, wenn er es wirklich gemacht hätte. It's way too early to be up on a Sunday. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Almost forgot I had this. I haven't played with it since, ever. California, huh? Would be cool to see where Rachel grew up. Wonder what I can find out about Rachel's mom. Figures. What? Eh.
Nice to see my work is appreciated. Ah ja, stimmt, das war ja das, wo wir ja gegangen sind. Further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Genau, das war ja schon heftig. Thou art an idiot. Yeah, go skip. Und wieder ein schönes Foto. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me. Alter, wer hat das kaputt gemacht, das schöne Bild, Alter. So, jetzt haben wir da eine. Ah. Die Jacke. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Have I ever watered that? Es sieht nicht so danach aus. Better than nothing. Ah, ein bisschen Gieße ist nicht schlecht. Sieht ein bisschen vertrocknet aus, aber naja. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up now. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. So Leute, da können wir doch noch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal duschen, oder Leute? Dann tun wir. Ah, was will Victoria von uns? Oha, oha, oha. Oh, Victoria ist ein bisschen angepisst. Ist ein bisschen angepisst, Leute. Nur ein bisschen. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Und ich jetzt sage, Leute, wir gehen mal duschen, Leute, ein bisschen. Is that David's towel? Dann ist eigentlich jetzt ein Zeit, das zu machen, oder Leute? Ist eigentlich ein Grund dafür. Oder? Ist eigentlich ein Grund dafür, das dann mal zu machen, die Farbe, oder Leute? Ah, hier ist nichts mehr. Ich sitze da. Dann gehen wir einfach mal duschen, Leute. Ein bisschen. Bin mal gespannt. Ein bisschen duschen. Und dann schauen wir mal. Immer schön. Schön sein, bis du duschen gehst. Ja. Und wieder eine schöne Musik hier. Das ist immer schön, die Musik, finde ich. Oder, Leute? Bisschen Musik zu spielen, oder?
War aber eine Schnellduscherin, oder Leute? Sie macht's, Leute. Sie tut sich ihre Haare blau färben, wie es aussieht, Leute. Wow, yes. Der Anfang von Chloe, Alter, mit der Farbe, oder Leute? Sieht echt gut aus, die neue Farbe, finde ich. Oh, sie sucht sich neue Klamotten. Oh, Mac. Ah. Aha, sie sucht sich ein paar neuen Outfits an. Oh nein, ihr Vaters Klamotten, alter Schwede, die stehen einfach hier über rum. Oh Mann, heftig, finde ich. So Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal da von Anfang an. Schauen wir mal, was wir uns anziehen. Welches von den Outfits wir aussuchen. Dann werden wir mal schauen, finde ich. Das sieht nicht schlecht, Chloe. Aber ich denke, Leute, wir suchen die. Wir nehmen noch die Anach-Outfits. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Ah, das sind die Outfits. Und ziehen wir noch das Toten, schauen wir das Totenkopf noch an. Aber es, dieses Outfit sieht nicht schlechter. Leute, ich glaube, das Outfit lassen wir. Oder Leute, es sieht am besten aus, finde ich. So können wir, so ist am besten, finde ich, oder Leute? Auch wenn. Oder das Drache. Schauen wir das Drache noch an. Vielleicht ist das noch besser. Ich werde mal schauen einfach mal, was am coolsten aussieht. Irgendwie, Leute, ich glaube, wir haben unser Outfit. Wir haben unser Outfit. Ich glaube, Leute, das ist das Outfit für Chloe hier. Oh, hä? Können wir jetzt nicht... ich habe mich einfach vertippt, Leute. Wir machen doch das Drachenoutfit, das ich sage, passt besser, Leute. Wir nehmen das Drachenoutfit, das ich sage. Sieht cool aus, finde ich. Schöne Drachenoutfit. So, beenden wir's. Alright. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Finn sieht eigentlich sau gut aus. Toolbox should be in the garage downstairs. Okay, wir müssen die. Okay, jetzt müssen wir erstmal in die Werk, in die Garage, Leute. Okay, die Jacke können wir nicht mitnehmen, leider. Ah, schade. Das Outfit können wir nicht mitnehmen, die Jacke. Noch nicht. Aber warum ist da jetzt eine, Alter, so eine Musik? Bin ich mal gespannt, Leute. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David?
Da bin ich jetzt auch gespannt, die Shows. Erstmal schauen, Leute. Bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert. Oh Mann. Bin ich mal gespannt, Leute, was jetzt noch abgeht. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. Aber Leute, ich würde sagen, somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.